Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Extreme Challenge bei Rayman Legends. Und ja, ich muss euch noch eine kleine Peinlichkeit zeigen, bevor wir hier uns an die 1012 Meter machen. Ihr kennt es ja auch, man macht gleich die erste Runde hier irgendwie so, ist noch überhaupt noch nicht eingespielt. Und ich dachte, komm, vielleicht schaffen wir es ja mal wieder gleich aufs erste Mal hier einen schönen Wert zu machen. Und dann passiert Folgendes. Hier ist ja noch gar kein Problem. Hier der große Sprung und versprungen. Scheiße. 65 Meter, peinlich, deswegen gleich weg. Und wir starten in eine neue Runde. Gut, vom Schwierigkeitsgrad her ist es heute eigentlich echt, ja, komisch. Und es sind viele Elemente drin, die ich vorher so noch nicht gesehen habe. Die allerdings auch recht leicht bestreitbar sind. Also gerade hier diesen Runterflieger, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Hier diesen kleinen Großsprung, den kennen wir ja natürlich. Und ansonsten ist es alles eigentlich recht einfach. Die hier kennen wir auch sehr, sehr gut. Aber ja, wenn ihr noch nicht so gut eingespielt seid, dann würde ich heute euch eher raten, lasst die Finger so ein bisschen von der heutigen Daily Extreme Challenge. Weil, ja, es fühlt sich heute irgendwie komisch an. Ich weiß auch nicht wieso. Es fühlt sich einfach insgesamt komisch an, kann ich nur sagen. Hier hat es auch schon zwischendurch einen verspult hier bei diesen kleinen Sprüngen. Die sind gerade für Anfänger immer recht ein bisschen blöd. Dieses Element kennen wir auch schon drüber und dann halt eben mit einem Propeller ähnliches machen. Und wir haben schon die Hälfte geschafft und bekommen jetzt die 600 Meter Pause. Da ist es schon. Gut, jetzt wird es wieder ein bisschen schwieriger. Hier ein Sprung nach oben. Bis zur 900 Meter Marke müssen wir uns eigentlich eh noch keine großartigen Gedanken machen. Erst wenn da die Pause kommt, dann heißt okay, jetzt konzentrieren. Jetzt zieht die Schwierigkeit doch mal nochmal deutlich an. Ansonsten hier sind es einfach immer diese typischen Durchschlagselemente. Kennt das auch. Jetzt ist die entscheidende Pause und jetzt wird es deutlich schwieriger. Also hier durch, hier einmal nach unten springen lassen. Hier auch wieder dieses mit dem Abprallen vom entsprechenden Teil. Da ignorieren wir den zweiten einfach. Gehen hier auf den zweiten hoch. Hier einmal weiter. Also ihr seht, es sind sehr, sehr viele Elemente. Man muss sich voll konzentrieren. Und wir kommen schon zur 1200 Meter Marke Pause. Hier auch wieder das nächste Element. Zack. Hier nehme ich noch schnell den nach unten Springer in Kauf. Und da oben verspult es mich dann. Ja, das war die heutige Daily Challenge Extreme. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Schauen wir mal nochmal, welchen Platz wir heute haben. Und der Platz ist... Komm. Platz 9 von 209, also Top 5%, das geht eigentlich. Ja, und wie es aussieht, teilen wir uns gehen auf den Zentimeter sogar genau den Platz mit dem guten Polycook. Ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Daily Challenge hier bei Rayman Legends. Bis dann!